Kriegst der Schenker da neue Uhr zum Geburtstag? Danke, daran liegt's nicht. Jetzt fast vergessen. Ja, ja. Also, pack mal's. Die Scheißhetze. Jetzt haben wir die Jacken zerrissen. Wart, ich hab noch meinen alten Anorak im Auto, den ganz dran. Danke. Da. Spitze, oder? Oh, jetzt hätte ich es fast vergessen. Der Erlang gehört ja dir. Na, na, ich habe ein großes Herz. Halt erst du zuerst. Ehrlich? Ja, bis gleich. Ist denn was passiert? Alles okay. Ich hab's ja noch gesagt. Glaubst du das? Wegen der Schnaps, Herr Sartori. Ah ja, tu ich her. Gern. Ja, bitte. Was ist jetzt mit dem Eisstockschießen? Kriegen wir der Mannschaft zusammen? Einer fehlt noch. Ja, und was ist mit dem Herrn? Da, glaube ich, schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Hier beim Holzmacher hat er sich auch nicht so deppert angestellt. Und was ist der Sartori? Nein, warum nicht? Gern. Na, servus. Und was der Unsinn da kostet. Seit heute früh um 7 macht der Mann da umeinander. Und vom Täter noch immer keinen Spur. Das sind Fanatiker. Ich finde, das schaut eher so aus, als ob das ein Kind geschrieben hätte. Ja, das können jetzt den Täterkreis schon einmal ein. Also ich würde sagen, jedes fanatische Kind zwischen 6 und 10 Jahren ist verdächtig. Das ist doch ein Schmarrn. Der Täter muss älter sein, sonst wird er doch nicht schreiben, unsere Kinder. Ach so. Wissen Sie was? Ab jetzt ermitteln Sie ernsthaft in der Sache. Das ist jetzt die dritte Schmiererei innerhalb von 2 Wochen. Das heißt ja, ich habe euch schon überall gesucht. Morgen, Frau Stocklin. Morgen? Was gibt's denn? Ein Totentätz geben, oben auf der Kaiserspitz. Ja, das ist jetzt blöd, wir müssen leider hier. Wir haben leider Wichtigeres zu tun. Ja, verschwinden's. Okay. Also, ich möchte mich ja nicht einmischen, aber wenn Sie mich. Gar keine schlechte Idee, Herr Mohr. Sie kümmern sich um die Sache. Ja, wenn Sie meinen. Wer immer das war, recht hat er.
Ja klar, unterstützen Sie es noch. Dann schaut es bei uns bald so aus wie in Berlin. Oh mein, oh mein. Michi, was ist? Ja, aber... Auf geht's. Da oben habe ich die beiden abgesetzt. Ist Ihnen irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein. Und das heißt, wir sind ein bisschen verspätet abgeflogen. Warum das? Der Max Lang war zu spät. Sacke! Ja, also, der Tote heißt Max Lang. Er ist Hotelier. Er betreibt mit seiner Frau gemeinsam den Bichelhof. Das ist ein wellendes Hotel. Ja, das wissen wir inzwischen auch. Die Polizei haben Sie verständigt, gell? Nein, das war ein gewisser Karl Schuster. Wo ist dieser Schuster? Weg. Was? Was? Ja. Die hinten haben gesagt, er hat einen wichtigen Geschäftstermin. Ja, und wo ist er jetzt? In seinem Büro. Jetzt pass auf, du fährst diesem Schuster und nagelst ihn fest. Und wir schauen uns den Tatort an. Mhm. Falsch. Sie schauen sich den Tatort an, ich knöpfe mir den Schuster. Wieder falsch. Ich brauch's wie damals Fotografen. Wir können nicht warten, bis die ganzen Spuren zertrampelt sind. Da passen wir noch gar nicht zu zweit rein. Da passen wir rein. Ah, da schauen Sie, die Kaiserspitz. Was ist denn? Brauchen Sie Tüten? Da drüben habe ich sie abgesetzt. Und da ist die Hütte. Ja, jetzt sind wir genau drüber. Das sind zwei Skispuren. Seht ihr das? Habt ihr das? Ja, ja. Ist das der Fundort? Mhm. Wo ist denn die Leiche? Ausgeflogen von der Bergwacht. Das darf doch nicht wahr sein, Herrschaftszeit. Dass die nicht warten können. Setzen Sie uns jetzt bitte bei der Hütte ab. Spuren im Hang. Entweder der Täter hat sich in Luft aufgelöst oder er war hier. Der stand ganz woanders. Aber wo? Das war ein heißes Biwak. Jetzt sind sie wieder frisch, oder? So schlimm war es eh nicht. Ich wollte nur nicht den Spaß verderben. Also. Was ist denn das? Rosebud? Was? Rosebud. Ist Englisch. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Ist das frisch? Freilich. Calador. Das Hotel auf Mallorca. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Carmen. Flamenco-Tänzerin. Der Max ist als Erster in diesen Erlangen reingefahren. Und dann auf einmal gab es einen Schuss und ich habe selber nicht gewusst, was los war. Und was haben Sie nach dem Schuss gemacht? Ich bin sofort hin zu Max und habe gesehen, dass er tot ist. Ich bin dann abgefahren und habe sofort Hilfe geholt. Warum haben Sie nicht gleich von dort oben aus Hilfe gerufen? Ich meine, Sie haben doch sicher ein Handy, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich stand ich unter Schock. Und wie Sie im Tal waren, hatten Sie immer noch Angst. Oder warum sind Sie einfach verschwunden? Ich habe gerade eine ziemlich große Baustelle in Planung. Und da gab es Probleme. Ja, Entschuldigung, ich habe über 20 Minuten auf Sie gewartet. Herr Gott, noch mal, davon wird der Max doch auch nicht wieder lebendig. Ist doch unglaublich. Jetzt wird man schon beim Skifahren erschossen. Wer macht sowas?
Ja, vielleicht der Schürster Karl selber gewesen sein. Nicht, dass ich es ihm nicht zutraue, aber warum? Am Ende ist der Schürster dem Langmax hinter ein Geheimnis kommen. Herr Schuster, laut Aussage des Hubschrauberpiloten hatten Sie einen ziemlich großen Rucksack dabei. Uns würde interessieren, was da drin war. Eine Fotoausrüstung. Warum? Das ist richtig. Allerdings hätte er auch die Fotoausrüstung mit der Tatwaffe vertauschen können. Sagen Sie, ist es jetzt üblich bei Ihnen, dass einfache Streifenpolizisten die Befragung durchführen? Herr Schuster, wer hier bei uns die Fragen stellt, das überlassen Sie bitte uns. Hatten Sie Streit mit Max Lang? Der Max war mein bester Freund. Hatte Ihr bester Freund mit irgendjemand anderem Streit? Hatte er Feinde? Nein. Ganz bestimmt nicht. Der Max war ein Sonnyboy. Ja, da hat er recht. Also, ich wüsste auch niemand, der einen Grund gehabt hätte, den Max umzubringen. Das muss übrigens Anja sein. Die Frau von Max. Wir sind sehr eng befreundet. Na, das passt ja. Herr Schuster, Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn wir uns mal anschauen. Tun Sie sich keinen Zwang. Herr Mohr? Eine Frage noch, Herr Schuster. Wer beerbt den Max Lang? Keine Ahnung. Viel gibt's da eh nicht zu holen. Das Hotel gehört seiner Frau. Das Baureferat ist am Telefon, Herr Schuster. Ah, sehr gut, ich komme. Sie entschuldigen mich, wenn Sie noch Fragen haben, Sie wissen ja, was Sie mich erreichen. Die Kriminalpolizei ist gerade bei uns. Anja Lang. Kabinenhofer Kripo Rosenheim. Mein Beileid. Sind Sie schon in der Lage, uns Fragen zu beantworten? Gleich. Wo ist Karl? Im Büro, ja. Ja, Karl Schuster hier. Ja? Karl. Ja, natürlich. Karl, was ist passiert? Anja, das ist alles so. Ja, hallo? Ja, Karl Schuster hier, der Herr Landrat. Karl, verdammt noch mal, hör auf zu telefonieren und sag mir, warum Max tot ist. Ich weiß, das ist furchtbar, aber es ist ein ganz wichtiges Gespräch. Es dauert auch nicht lang. Bitte. Ja, Schuster? Ja. Karl! Karl, servus, Xaver. Du wolltest mit mir reden. Vergiss es. Es hat keinen Sinn. Ja, aber ich dachte, mit dem Planfeststellungsverfahren wären wir schon längst durch gewesen. Aha. Und wer war das? Ja, dann kriegt er halt eine Spende von uns. Ist doch ganz einfach. Wann sollst du den Fall lösen? Ja. Nee. Ja, du kümmerst dich drum, okay. Max hatte keine Feinde. Er war so. Er war bei allen beliebt. Gibt es jemand, der von seinem Tod profitiert? Nicht, dass ich wüsste. Ihr Mann war heute Morgen ziemlich in Eile. Ist Ihnen irgendwas an ihm aufgefallen? Hat er was gesagt oder sich irgendwie komisch verhalten? Es tut mir leid, ich kann Ihnen auf diese Frage keine Antwort geben. Ich habe meinen Mann heute Morgen nicht gesehen. Er hat auswärts übernachtet. Wo? Ich weiß es nicht. Haben Sie eine Vermutung? Nein. Frau Lang? Ich glaube, Sie wissen ganz genau, wo Ihr Mann heute Nacht war. Ja, verdammt noch mal. Er hatte andere Frauen. Und? Bestimmt nicht recht. Das war nichts Wichtiges. Das waren junge, dumme Dinger. Spielzeuge. Ich habe ihm die Freiheit gelassen. Frau Lang, wo waren Sie heute Morgen zwischen 9 und 11? Na, im Hotel? Es gibt Dutzende von Angestellten, die mich gesehen haben. Besonders beeindruckt war der Schuster ja nicht vom Tod seines besten Freundes. So in etwa stelle ich mir Sie vor, wenn Sie mich einmal erwischt. Herr Hofer. Haben Sie was gefunden? Zwei Jagdgewehre. Der Mann bringt es gerade in die Spurensicherung. Das muss schon ein besonderer Schütze gewesen sein, dass der auf diese Entfernung jemand mit einem einzigen Schuss tödlich trifft. Der Schuster hat einen Jagdschein. Ich begreife das nicht, dass ihn einfach so jemand erschießt. Du musst doch irgendwas gesehen haben. Nein, ich hab nichts gesehen. War da irgendwas? Ich meine, hattet ihr Streit? Was? Sag mal, was soll denn die Frage?
Wieso sollten wir Streit haben? War nur so ein Gefühl. Ja? Schwesterherz, was gibt's? Na! Stell dir vor, komm ich heute beim Einkaufen beim Reisebüro vorbei. Und da haben sie noch einen Platz für Kreuzfahrt übergehabt. Ja, und dann haben sie verlost. Ich denk mir nichts, klang nein in den Korb und zack, hab ich's! Tahiti! Der Wahnsinn, gratuliere! Weil ich finde es so toll, dass ich jemanden kenne, der so eine schöne Reise gewinnt. Legen Sie den auf, Sie fahren ja nicht mit. Wann geht's los? Ja, ich muss um 6 Uhr am Flughafen sein. Deswegen haben sie es doch verlost. Da, schau. Schaut aus wie das Traumschiff. Ja, kombinieren kann ich nicht doch mitfahren. Ich darf doch so gern Muscheltauchen. Es ist ja schon so spät. Das schaffe ich gar nicht mehr mit dem Verkehr. Weißt du was? Das ist ein Sondereinsatz. Das macht er mal. Mei, so ein Glück. Sie haben doch auch so ein Glück. Sie dürfen für mich arbeiten. Als erstes stellen Sie es gleich mal fest, wem die Hütten oberhalb der Erlhang gehört. Kann ich da auch was gewinnen? Was stellen Sie sich vor? Mei, vielleicht einmal eine Bitte? Stell's fest, wenn die Hütten klärt. Bitte. Sie schon wieder. Vergessen Sie es. Ich will mit Ihnen nicht reden. Wisst ihr schon das Kaliber der Tatwaffe? Wir können nicht zaubern. Aber ihr wisst was. Die Kugel aus der Tatwaffe hat Kaliber 30.06 und die Jagdbüchsen haben Kaliber 2.43 und 6.564. Danke. Vielleicht hat der Schuster die Tatwaffe ja versteckt. Wie der Mur gesagt hat. Ui, schau, der Schlüssel. Das wundert mich jetzt nicht. Die meisten Menschen haben Schlüssel bei sich. Ja, das wäre dann so ein. Der ist aber extra. Satori? Frau Stockelm, was gibt's? Da schreibt sich wieder unsere G. Gut, danke. Ciao. Wissen Sie, wem die Champagnerhütte gehört? Nein. Einem gewissen Paul Hofer aus Kundelmoor. Sind Sie mit ihm verwandt? Nur entfernt. Aber das ist eh besser, wenn Sie da allein hinschauen. Jetzt Moment. Hubschrauber, haben wir doch auch zu zweit. Da wollen wir uns jetzt nicht trennen, oder? Das war doch ganz was anderes. Auf geht's, meine Herren. Auf geht's. Herr Schuster. Den Bauherrn werden Sie an mir nie sehen. Wo bleibt die Lieferung? Die wird nur circa 14 Tage dauern, Herr Schuster. Und warum so lang? Na, die Firma hat Schwierigkeiten. Ah, du bist es. Ja? Ah. Ja, und warum? Ja. Und wann? Was soll ich jetzt machen? Da! Da schauen Sie! Victor! Victor! Ja, sag einmal, seid ihr denn total deppert? Ihr müsst doch aufpassen, ihr geschlampertes Gesindel! Oder wollt ihr mich umbringen, ha? Ja? Ja, ich melde mich wieder bei dir. Servus. Herr Schuster, in Ihrer Umgebung liegt man ganz schön gefährlich. Sie mit Ihren Zweideutigkeiten. Was wollen Sie überhaupt hier? Sie können froh sein, dass wir gekommen sind. Sonst könnte man nämlich jetzt die Ambulanz rufen. Danke, wäre auch nicht schlecht gewesen.
Was gibt's? Ah, der Corbinian. Wie gibt's denn das? Hast du verfahren? Du, Onkel Paul, ich hab damals mit der Geschichte nicht angefangen. Aber lass mir das. Ich bin eigentlich dienstlich hier. Das ist mein Kollege Satori. Ist gut. 20 Jahre schaut er nicht vorbei. Und dann ist dienstlich. Der Büffel ist er schon, oder? Sind Sie doch froh. Sie sehen ihn nur alle 20 Jahre. Ich muss es jeden Tag mit ihm aushalten. Das ist jetzt nicht wirklich hilfreich. Ich hab dir die Sache in die Küche gestellt, ja? Stell dir vor, Verwandtschaft ist da. Mein Neffe Corbinian. Ach, der Corbinian. Ist gut. Frau Neumeier, meine Nachbarin. Ist gut. Sie geben mir ab und zu zur Hand. Brauchst du noch irgendwas? Geh nur. Wenn noch was ist, schau ich einfach rüber. Gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie haben sich sicher eine Menge zu erzählen. Sie holen mich einfach ab, wenn Sie fertig sind. Wiedersehen. Mein Onkel Paul, das war damals eine blöde Geschichte. Das hat keiner verstanden, warum. Bist du nicht dienstlich her? Also gut. Kennst du den gewissen Max Lang? Ja, ich hab schon gehört, erschossen haben sie ihn, aber ich hab ihn nicht gekannt. Naja, vom Sehen. Dir gehört doch die Hütte überm Erlhang. Ja? Wer hat da gestern übernachtet? Das weißt du nie, ich nicht. Du wirst doch wissen, wer in deiner Hütte übernachtet. Na ja, sie hat ja einer eingeschlichen. Ich selber war schon ewig nicht mehr da drum. Onkel Paul, wo warst du heute Morgen zwischen 9 und 11? Hier auf dem Hof. Allein? Ja! Und jetzt reicht's mir. Kommst wieder, wenn du einen Haftbefehl hast. Hat der Hofer die Hütte vielleicht ab und zu an jemanden vermietet? Spontan fällt mir da niemand ein. Niemand. Schön haben Sie es hier. Ja, macht aber auch Arbeit. Moment, ich mach das schon. Beweg mich eh zu wenig. Danke. Wohnen Sie allein hier? Ja. Meine Mutter ist vor einem Monat gestorben. Es tut mir leid. Sie hat ihr ganzes Leben im gleichen Bett geschlafen. Können Sie sich das vorstellen? Nee. So, das wär's. Oh Mann. Hey. Kommen Sie mit oder bleiben Sie liegen? Ich überleg's mir. Tja. Muss dann wieder. Ciao. Ciao. Danke fürs Schneeschaufeln. Moment, Vergnügen. Ach, wo erreiche ich Sie denn? Ich meine, falls Sie noch Fragen haben. Hier oder im Rosenbräu? Ciao. Schneeschaufeln ist eine super Übung fürs Eisstockschießen. Treppenstange ist eine gute Skigymnastik. Was haben Sie nicht bei der Neumeier gemacht? Den Fall im Fallen gelöst, oder wie? Wissen Sie was über die? Also, das ist ein tragischer Fall. Ihre Mutter hat sich umgebracht. Erst einen Monat her. Vielleicht können Sie ja bei der Trauerarbeit helfen. Ich hoffe, jetzt werden Sie pietätlos. Heuchlerin.
Und weil wir uns von denen nicht schon wieder ein Stück intakte Kulturlandschaft und Heimat also zubetonieren lassen, deswegen muss jetzt was geschehen. Ja. Meine Herr Satori, das ist ja super, dass Sie auch dabei sind. Deswegen, liebe Freunde, putzen wir die Geschichte jetzt mit einem Bürgerbegehren vom Tisch. Ich finde es aber ehrlich gesagt besser, wenn man nicht dauernd durch den Ort fahren muss. Also, Herr Satori, jetzt enttäuschen Sie mich auch. Der Leo will noch was sagen. Ah, eine Wortmeldung. Ich wollte nur fragen, ob die Frau Neumeier heute arbeitet. Die Daniela, die ist in der Küche. Was machst denn du da? Deine Leute ein bisschen aufklären. Hat euch wieder eingeseift, der Öko-Freak. Du, pass auf, was du sagst. Leo geht's doch bloß darum, sich die Konkurrenz vom Leib zu halten. Er hat Angst, dass meine Raststätte ihm die Gäste wegschnappt. So schaut's aus. Jetzt reicht's raus. Er benutzt euch doch nur. Merkt ihr das nicht? Das ist mein Lokal. Du verschwindest jetzt. Hey, es reicht jetzt. Ansetzen. Und jetzt unterschreiben wir erst recht. Sie werden langsam mein Schutz hängen. Jetzt haben Sie schon zweimal geholfen. Oh. Sagen Sie, was liegt denn eigentlich so an dieser Umgehungsstraße? Die Straße, war das Rasthaus, war das Tagungszentrum. Die schafft 100 Arbeitsplätze. Aber es kapiert ja keiner von denen, Dämpfen. Danke. Danke fürs Helfen. Aber was ist eigentlich mit meinen Quere? Kriege ich die wieder? Können uns abholen. Aber wenn er gleich sagt, dass da nichts finden werden. Wir gehen halt jeder Spur nach. Lassen Sie sich von denen nicht einseifen. Sind Sie wegen mir hier? Nein. Ich dachte, vielleicht ist Ihnen ja doch noch eingefallen, wer auf der Hütte war. Nein. Also, ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Sie wollen mir was sagen. Ich? Daniela? Du bist wieder rein. Daniela, wo bist du? Kann ich Sie vielleicht später abholen? Vielleicht. Oder ich rufe die Polizei! Onkel Paul, können wir nicht einmal vernünftig reden miteinander? Bitte. Was hat dir damals bei meiner Firmung so dermaßen das Grad ausgeschüttet? Ah, das ist lang her, ich weiß nicht. Ich wollte nur, dass du mir eine Widmung reinschreibst. In das Buch, was du selber mir geschenkt hast. Aber du wolltest nicht. Na eben. Aber du hast ja keine Ruhe gegeben. Schau mal, schreibst du nichts rein? Macht doch jeder. Deshalb muss man doch nicht gleich so ausrasten. Am Ende, dass du umeinander brüllt, ihr kennt's mir alle mal. Saubande! Was war denn da los? Wie geht's dir sonst? Finanziell, meine ich. Das geht dir nichts an.
Verschwind endlich! Schaut. Vielleicht hättet ihr irgendwie helfen können. Jetzt habe ich doch noch was Dienstliches. Sag mal, du hast doch dem Max Lang den Schlüssel für die Hütten gegeben, oder? Na und? Das geht niemals was an. Du lässt doch sonst niemand an deine Sachen. Raus! Lebendige. Au! Scheiße! Nicht noch mehr der. Na Herr Mohr, immer noch unterwegs im Dienst der Gerechtigkeit? Na klar, der Täter hat noch einmal zugeschlagen. Aber jetzt haben wir ein Corpus Delicti. Jetzt steigen Sie erstmal ein. Bringen Sie heim. Danke. Sack! Tut mir leid. Und Milch ist alle. Und sowas auf einem Bauernhof. Hier gehst du in den Stall und zapfst rein. Gut, ich mache einen Self-Service. Hofer, guten Morgen. Ich bin's! Marie, Christi, wie geht's dir? Sag schnell! Du, super, wir haben über 30 Grad und das Schiff ist ein Traum. Du, und gleich hol ich mir einen Kokosnussdrink. Ganz so warm ist bei uns leider nicht. Ich wollte bloß wissen, ob alles in Ordnung ist. Logisch ist alles in Ordnung. Du gehst es natürlich ein bisschen ab, aber sonst. Du, Cornflakes haben wir keine mehr, oder? Gekorbinian, im Kammerl sind nur 3 Packungen, ganz unten. Stimmt, genau. Du, Vincent, wenn du es brauchst, der ist gerade raus. Sag ihm liebe Grüße und ein Bussi. Ich rufe ihn wieder an, gell? Mach's gut, für dich, servus. Ja, für dich. Morgen. Guten Morgen. Ich muss bei ihm mitfahren. Wieso? Ich hab meinen Wagen unten stehen lassen, bin hängen geblieben. Wieso? Sind Ihre Kühe im Streik? Warum? Der Vincent hat sich Milch von mir geliehen. Der ist zu Ehren, der alte Schlawiner. Morgen. Morgen. Frau Stockli, ich habe das Gefühl, Sie werden immer schöner. Weil Herr Satori, wo Sie es immer nur hernehmen, Sie Charmeur. Das Moher. Woher? Was? Latte. Macchiato. Doppio grazie. Wissen Sie, was ich gestern habe denken müssen? Den Dings, den Schuster, den, wenn Sie erschossen hätten, das hätte mich für nicht gewundert. Das ist ein ganz übler Geselle, aber hallo. Ja, Frau Stockli, Sie erwischt leider immer die Falschen, gell? Ja, eben. Sie sind ja auch noch am Leben. Thank you.
hier! Sieh die Tatortfotos. Danke. Wissen Sie, wer vorletzte Nacht bei meinem Onkel auf der Hütte war? Na. Der Max Lang selber. Mein Onkel hat ihm die Schlüssel gegeben. Wer hat er Ihnen denn auch erzählt, mit wem der Max Lang da oben war? Das sind die Ermittlungen leider jäh abgebrochen worden. Das bringt uns aber irgendwie nicht wirklich weiter. Da den Zettel hat der Moor letzte Nacht erbeutet. Nicht noch mehr Teer, setzt euch zur Wehr. Nicht noch mehr Teer, setzt euch zur Wehr. Genauso steht es auch auf dem Fremdenverkehrsamt. Nur ein bisschen größer. Das wird den Balthasar in die Laune nicht grad heben. Heiliger Satori, Sie werden ja auch immer fescher. Ihre Latte. Ah, danke. Das nächste Mal bitte im Glasbau stockeln. Herrschaft, das gibt's doch nicht. Wie wär's damit aufräumen? Da ist aufgeräumt. Frau Stockel, waren Sie wieder an meinem Schreibtisch? Ha, bestimmt nicht. Adresse. Herr Satori, wo haben Sie das her? Keine Ahnung. Hab ich die gehabt? Ja. Wo waren Sie gestern Abend? Soll es jetzt ein Verhör werden, oder was? Ich stelle hier die Fragen. Ja, ich war im Rosenbräu. Was machen Sie im Rosenbräu? Ich wollte was essen. Ach so. Jedenfalls kam dann der Schuster. Dann gab's Ärger und dann, ja, dann bin ich mit ihm raus. Und die Zigarre. Da habe ich wahrscheinlich die Streichhölzer eingesteckt. Das heißt, die sind vom Karl Schuster? Der Schuster war mit Sicherheit nicht mehr lang auf der Hütte. Das hätte er uns ja gesagt. Ich tippte auch eher auf ein anderes Mitglied der Familie Schuster. Grüß Gott. Wollen Sie zu mir? Nein, wir würden gern zu Ihrer Frau. Aha. Ich sitze drin. Sie entschuldigen mich, ich habe einen Termin. Wiederschauen. Herr Schuster, der Computer. Oh. Ohne sowas kommen wir heutzutage gar nicht mehr aus, gell? Stimmt. Danke, Marie. Herr Schuster? Wir würden uns gerne mal allein mit Ihrer Frau unterhalten. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Wenn Sie meinen. Frau Schuster, Sie hatten ein Verhältnis mit Max Lang, habe ich recht? Wie kommen Sie denn auf sowas? Wir wissen es, das muss im Augenblick reichen. Das ist doch Unsinn. Verena, sage irgendwas. Natürlich. Wissen Sie, wo Ihre Frau vorletzte Nacht war, Herr Schuster? Natürlich. Ich hatte einen Geschäftstermin in München. Und ich bin mir sicher, dass Verena, dass du hier warst. Die ganze Nacht. Falsch. Sie war auf einer Hütte oberhalb vom Erlhang. Mit Max Lang und mehreren Flaschen Champagner. Deswegen war der Herr Lang auch so spät am Hubschrauber. Verena, bitte. Sag, dass das nicht wahr ist. Du hast doch nie Zeit für mich. Sie haben also nichts davon gewusst, Herr Schuster? Nein. Natürlich nicht. Und wenn ich was davon gewusst hätte, dann hätte ich was dagegen unternommen. Das kannst du mir glauben! Herr Schuster, sagen Sie euch einfach mal die Wahrheit. Sie haben herausgefunden, dass Ihre Frau Sie mit Ihrem Freund Max Lang betrogen hat. Nein, und deshalb nein, haben Sie beschlossen, ihn zu erschießen. Die Schießung war die ideale Gelegenheit. Keine Zeugen weit und breit. Da war noch jemand, der auf uns geschossen hat. Und wer? Meine Quere. Sie haben doch meine Quere überprüft. Karl, hast du das gewusst, das von Max und mir? Seid ihr denn
wahnsinnig. Frau Schuster, eine Frage noch. Hat die Anja Lang von ihrem Verhältnis gewusst? Jetzt, wenn wir noch die Tatwaffe hätten. Gut, danke. Durchsuchungsbeschluss geht klar. Ein paar Stunden später wurde er plötzlich von einem Krankheitsanfall niedergeworfen. Und schlag Mitternacht hauchte er seine seltsame Seele aus. Ich muss jetzt los, den Schirm packen für heute Abend. Geh nur. Und pass auf dich auf. Funktioniert's? Ja, wir haben's gleich. Sehr schön. Ihr richtet jetzt die Schneeball her. Ist gut. Du auch. Ich mach das schon. Mhm. Was willst du hier? Du hast es doch von Anfang an gewusst, das von Max und mir. Stimmt's? Dass du dich noch hierher traust. Anja. Erzähl's mir, du fährst nach München, ins Deutsche Theater. Anja, ich bitte dich. Und mit meinem Mann auf der Anja, hör mir direkt zu. Direkt da oben, quasi neben Anja, mir. Anja, ich bitte dich. Erzähl mir nichts. Endlich zu. Du lügst doch, wenn du nur den Mund aufmachst. Nein, Sie haben uns angelogen, Frau Lang. Sie haben genau gewusst, mit wem Sie Ihren Mann betrogen hat. Laut Auskunft der Telefongesellschaft haben Sie vor etwa 2 Wochen im Hotel Calador auf Mallorca angerufen. Da haben Sie wahrscheinlich erfahren, mit wem Ihr Mann dort das Wochenende verbracht hat. Wie haben Sie gesagt? Junge Dinger, Spielzeuge. Aber ihre beste Freundin Verena, das war was anderes. Sie glauben doch nicht, dass ich meinen Mann umgebracht habe. Ich war gestern Vormittag die ganze Zeit im Hotel, das wissen Sie doch. Es ist heutzutage kein Problem, jemanden zu finden, der ihm die Drecksarbeit abnimmt. Das ist doch absurd. Oh Gott. Was war das? Eine Lawine. Was ist denn hier los? Eine Lawine ist abgegangen, die Zufahrtsstraße ist gesperrt. Da brauchen wir auch ein Zimmer. Wer weiß, wann wir hier wieder wegkommen. Wieso, wie lange kann sowas dauern? Wir pechern die ganze Woche, dann kommt das Wetter und... Na super. Na, so lange geht das sicher nicht. Wie viel kostet denn hier ein Zimmer? Wir haben noch die Fürstensuite frei, jetzt in der Nebensaison sehr günstig, 480. Mark. Euro. Das sind pro Nase immer nur 240 Euro. Bin doch nicht wahnsinnig. Also ich nehme die Fürstensuite. Gratuliere, Nafi, Sie bitten sich einzutragen. Ich hab das von Anfang an gewusst und hat sich nichts anmerken lassen. Blaenau Festinjoch, das ist eine Stadt in Wales. Und wie habt ihr es hier mit Fenstern so in Wales? Entschuldigung, Frau Schuster, eine Nachricht für Sie bitte. Entschuldigen Sie mich bitte. Kommt von oben. Nur eine Runde. Jetzt sagt's, seid schön jetzt hier dein Urlaub. Bravo, super. Anja! Entschuldige, dass ich vorhin so überreagiert habe. Das verstehe ich schon. Hast du Max geliebt? Dann fragst du dich doch auch, wer ihn umgebracht hat. Ja. Du bist doch nicht egal. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Nur er hatte die Gelegenheit dazu. Nein, nein. Sag bloß nicht, dass du ihm das nicht zutraust.
magst du es dann? Bist du immer irgendeine Couch in einem Hotelfoyer, wenn du mich nicht rausschmeißt. Gute Nacht. Das ist doch die Suite, da kann er doch schlafen. Logisch. Mensch, Herr Hofer, warum sagen Sie nichts? Ich habe mir meine Fragen getraut. Danke. Entschuldige. Aber wenn ich die Suite brauche, dann verschwinden sie fluchtartig. Haben Sie mich verstanden? Freilich, herzlichen Dank, Sie sind ein echter Kumpel. Servus. Guten Abend, Herr Sartori. Das Top-Hotel Wichelhof wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Hier bist du. Ist schön, oder? Schön kalt. Ist das Ganze nur ein Spiel, oder ist es mehr? Was ist mit der Daniela? Herr Hofer, nichts gegen Sie persönlich, aber ehrlich gesagt würde ich lieber alleine in meinem Bett schlafen. Wieso? Der Gedanke, dass sie sich nachts umdreht, macht mir irgendwie Angst. Muss ich dann schlafen? Ja, Schatz, sie hat mich zu dritt nur mit ihrer Scheißcouch. Luxus ist das hier. Ich könnte mich direkt dran gewöhnen. Vor allem, wenn es nichts kostet, gell? Das habe ich ja geahnt, dass ich mir das ein Leben lang vorschmeißen lassen kann. Das ist wieder typisch.
Jetzt hast du dich gleich beleidigt. Schauen Sie sich mal das Foto an. Fällt Ihnen da was auf? Die Martina Ertl, die hat mir schon immer gefallen. Das meine ich nicht, ich meine den Schuster. So schlank war ich früher einmal. Mensch, da der Skianzug. Der sieht aus wie der von Max Lang. Genau. Haben Sie noch die Tatortfotos da? Da, der gleiche Skianzug. Das heißt, der Schütze hat sein Opfer nur im Skianzug erkannt. Genau. Dann sollte gar nicht der Max Lang das Opfer sein, sondern der Karl Schuster. Damit schaltet der Schuster als Täter aus. Die Anja Lang wahrscheinlich auch. Aber wer war dann der Täter? Wir kommen jetzt weg von hier. Was, wenn wir eine Lawine auslösen? Das ganze Dorf da unten unter sich begräbt? Auf der Tour können bloß wir in eine Lawine geraten. Die wird aber dann das Dorf nicht erreichen. Bin ich ja beruhigt. Da ist anscheinend vor uns schon einmal jemand runter. Na dann, auf geht's. Eine Wurzel. Juhu! Los. Ich verlange Polizeischutz. Okay. Ich sage euch, das war der Bernrieder. Der Wirt vom Rosenbräu, Sie waren doch selber dabei vorgestern Abend. Der Leo will ein Bürgerbegehren gegen diese Umgehungsstraße. Deswegen bringen wir noch keinen um. Nein, deswegen nicht. Ich habe ihm ein bisschen Druck gemacht. Kann sein, dass der Bank seinen Kredit nicht verlängert. Jetzt Moment mal. Sie haben dem Leo gesagt, entweder du kommst mir nicht mehr in die Quere oder ich treib dich in die Pleite. Sauber. Sowas nennt der Staatsanwalt Nötigung. Sie haben Glück, dass uns das im Augenblick nicht interessiert. Unangenehm. Mein Ding der Marie. So, ich bin mit dem Leo weder verwandt noch verschwägert. Du, das ist noch viel schöner wie im Fernsehen. Und morgen mache ich den ersten Ausflug. Das ist alles so total luxuriös hier. Vermisst du mich wenigstens ein bisschen? Freilich. Es wäre noch viel schöner, wenn es dabei sein könnte. Ich bin gerade am Pool. Hörst du es planschen? Mach mich nicht zu neidisch. Und dass du mir nicht mit irgendeinem Stuart anbandelst, gell? Schmarrn. Was denkst denn du?
Ich muss jetzt Schluss machen. Ich vermisse dich. Sehr. Ich dich auch. Ciao. Ciao. Corbinian, habe die Ehre. Servus Ulrich. Kaffee? Danke, wir sind dienstlich da. Hat sich der Schuster bedroht? Wegen dem Bürgerbegehren? Er hat gesagt, wenn ich es nicht lasse, dann sorgt er dafür, dass die mir den Kredit sperren. Dann mache ich euch jederzeit ein Zeugen. Ermittelt sie wegen Erpressung? Auf den Schuster ist heute Morgen geschossen worden. Okay. Und? Fragt sich, wer hat da einen Grund gehabt? Was? Ich doch nicht. Herrschaft, Leute, die es auf den Schuster abgesehen haben, gibt's doch Dutzende. Da müsst ihr nur mal schauen, wie der seine Geschäfte macht. Nicht so wie früher sein Vater. Der Karl Schuster ist eine ausgemachte Sau. Leo, wo warst du heute Morgen zwischen 8:30 und 9:30? Das ist jetzt aber nicht der Ernst, oder? Ja, jetzt sag einfach, wo du warst und die Sache hat sich. Na gut, ich hab mich mit der Stockel getroffen. Wieso triffst du dich früh morgens mit der Stockel? Das geht euch jetzt wirklich nichts an. Das ist ja wohl meine Privatsache. Geht das wieder gegen mich? Es geht nicht immer nur um Sie, Herr Hofer. Oder ist das eher was Erotisches? Viel Spaß beim Raten wünsche ich Anna. So, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Mensch, Michi. Ja? Michi, du hättest doch beim Schuster bloß die Tatwaffe suchen sollen. Hausdurchsuchung ist Hausdurchsuchung. War recht oder da recht? Super, ausgezeichnet. Danke. Siehst du das? Ist der Bericht vom Labor schon da? Ja, klar. Moment. Da ist er. Danke. Ja, und was ist? Wann verhaften wir jetzt den Schuster? Michi, der Schuster ist nicht mehr der Täter, sondern das Opfer. Der Schuster? Ja. Scheiße. Ja, wieso jetzt auf einmal? Zugriff verweigert. So einen kleinen Computerknacken. Ich hab gedacht, sowas lernt man beim LKA. Ohne Passwort geht da gar nichts. Aber Sie können es gerne mal selbst versuchen. Danke. Wenn wir nicht rauskriegen, wer dem Schuster ans Leder will, dann können wir einpacken. Ja, Hofer! Wieso sind da keine Spuren? Ich verstehe das nicht. Ja, Hofer, Sie sind doch auch gegen die Umgehungsstraße. Ja, dann könnten Sie doch hier unterschreiben. Der Herr Satori hat auch schon unterschrieben, obwohl er für die Umgehung ist. Frau Stockel, wir sind eine Behörde. Das ist doch gar nicht erlaubt. Ja, tun Sie her, sonst ist die Straße baut, bevor Sie die Unterschriften beieinander haben. Was ist? Nichts ist. Ist was? Muss schön sein. So, bitte sehr. Aha. Haben wir noch was vor, nicht uns? Bratäpfel. Die hat meine Mutter immer so gern gegessen. Mit
Onkel Paul. Oh Gott, Sakra, hast du mich jetzt erschreckt? Was soll denn der Spahn? Ich hab da gar nichts gemacht. Komm, fahren wir. Halt! Halt! Still bleiben! Hände über den Kopf! Du? Ja, hast ihn jetzt du erwischt? Michi. Ja, aber da haben wir doch den richtigen. Da stoppt die wahnsinnigen Landschaftsbetoniere. Das ist schon ein bisschen kompliziert, gell? Es geht mir ja nichts an, aber ich hätte es ein bisschen einfacher formuliert. Michi. Personalausweis. Michi, jetzt langs, ich übernehme das, ja? Geh du schlafen, danke. Ich verstehe. Vielleicht kannst du mir wenigstens im Bericht erwähnen. Was? Na, dass ich ihn genauso hätte erwischen können, wenn du nicht vorher. Mach ich, Michi. Aber jetzt gute Nacht. Gute Nacht. Landschaftszubetonierer. Mein Meier. Ah, Sie sind's. Nein. Dann müssen Sie mich hier schon raustragen. Ja, das traue ich Ihnen zu. Das haben Sie bei meiner Mutter ja auch geschafft. Bitte? Wissen Sie was? Mit Ihnen rede ich nur noch über meinen Anwalt. Scheiße. Was ist denn los? Ach, das war der Schuster. Der will mir eine Räumungsklage schicken. Weißt du, was der gesagt hat? Meine Mutter war ja schon so alt, die wäre sowieso bald gestorben. So eine Drecksau. Wir haben das für dich tun. Nein! Entschuldigung. Es ist vielleicht besser, wenn du jetzt gehst. Wenn du was brauchst, ruf mich an. Nacht. Frau Schuster? Ja, hier ist Satori. Sagen Sie, ist Ihr Mann gerade da? Kriege ich jetzt eine Anzeige? Ich rede mal mit dem Staatsanwalt. Onkel Paul, wieso brauchst du einen Zettel als Vorlage für die Graffitis? Das geht dir nichts an. Ich denk doch. Vielleicht hat es nämlich den gleichen Grund, weshalb wir seit 20 Jahren nicht mehr miteinander reden. Du wolltest mir keine Widmung in das Buch schreiben. Ich weiß, dass du es nicht kannst. Ja. Onkel Paul, es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe das nicht wissen können. Es tut mir leid, dass ich das so gedrängt habe damals. Das habe ich mir nicht vorstellen können. Niemand kann sich das vorstellen. Und du musst ausgerechnet Graffiti sprühen. Verstehst du das nicht? Gerade deswegen. Ich hab was zum Sagen gehabt. Und ich hab's geschrieben. Ich hab's ihnen hingeschrieben. Richtig hingeschrieben. Da mach's lang. Der hat gewusst, dass du nicht lesen kannst. Ich hab einmal versucht, in München so einen Kurs zu machen. Da stand er plötzlich vor mir. Deshalb hat er den Schlüssel für die Hütten gekriegt. Als Schweigegeld. Ein Hund war er schon, der Max. Aber irgendwie ein netter. Wie hast du echt den Führerschein geschafft? Was denn für ein Führerschein? Was Schlimme an der Geschichte ist, es macht dich einsam. Das sind meine Freunde. Da sagt keiner, füllen Sie mal den Zettel aus. Oder schauen Sie mal, was da geschrieben steht. Oder wenn Sie das nicht merken kann, dann schreibt das halt auf. Die Daniela Neumeier, die Hüfte. Die Daniela erledigt alles für mich, wo es was Schreiben und Lesen gibt. Die Daniela liest ja auch die Bücher vor. Ach, ich kenne sie alle. Den Goethe, der Thomas Mann und den Günter Grass. Du, die Großmutter schaut auf dem Foto aus wie die Daniela. Was? Ach, Schmarrn.
Ludwig Thoma. Der Wittdieber. Habt ihr das schon gelesen? Na? Hast Zeit? Die ganze Nacht. Und Kathi ist schott. Das behaupte ich, weil es wahr ist. Und keine bessere Hauserin ist weit um und um nicht gewesen, sagte der Zwerger von Arnbach. Und Männer und Weiber, die beim Leichentrunk saßen, nickten beistimmend. Mein Mann ist bei einem Geschäftsessen. Mein Mann ist sehr häufig bei Geschäftsessen. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja. Mir fehlt das Passwort. Ich habe schon einiges ausprobiert, aber das Geburtsdatum Ihres Mannes, Ihr Geburtsdatum, Verena. Gibt es vielleicht sonst noch jemanden, dem Ihr Mann nahe steht oder stand? Er hatte mal einen Jagdhund. Den hat er wirklich über alles geliebt. Und wie hieß der? Acatenango. Klingt eher wie ein Hengst. Drin. Herr Hofer! Morgen, Herr Hofer. Guten Morgen. Was machen Sie da? Zu Hause waren Sie nicht, im Büro waren Sie nicht. Verstecken Sie sich. Ja, da kommt man eh nicht aus. Ich habe was rausgefunden. Was denn? Es gibt einen Mann, den der alte Schuster Geld geliehen hat. 200.000 Mark damals. Allerdings hat der alte Schuster sich vertraglich verpflichtet, das Geld nicht zu Lebzeiten des alten Mannes zurückzufordern, sondern nur von dessen Erben. Dann kann der Sohn das auch nicht zurückfordern. Es sei denn, der alte Vertrag wird aufgehoben. Und genau diesen Aufhebungsvertrag habe ich im Laptop vom Schuster gefunden. Und einen Brief von seinem Anwalt, dass der Aufhebungsvertrag unterschrieben wurde und dass er das Geld einklagen soll. Und der alte Mann ist mein Onkel, Paul Hofer. Ich verstehe nur nicht, warum er den Aufhebungsvertrag überhaupt unterschrieben hat. So liest man sich doch durch. Wenn man es kann. Ich habe ausdrücklich gesagt, meine Geschäfte gehen niemand was an. Verdammt doch mal, ich hab Angst gehabt um dich! Ja, jetzt, wo es einen Max nicht mehr gibt, bin ja bloß noch ich da. Da will ich auch ein bisschen aufpassen. Karl, ich bin doch die Einzige, die noch zu dir hält. Du hast das doch mit jedem verschissen, so wie du deine Geschäfte machst. Karl, da draußen ist jemand, der dich umbringen will. Ich kann's einfach nicht glauben, dass mein Onkel fähig ist, einen Mord zu begehen. Der hat doch nicht einmal ein Gewehr. Was für heute. So viel ist es ja nicht. Und abends bin ich dann wieder da. Ein Terminkalender für Analphabeten. Guten Morgen, Papa. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich hab mir's da gekleidet. Die Daniela Neumeier ist meine Cousine. Das ist ihr Vater. Was hat der Kommissar herausgefunden? Das hat er mir nicht gesagt. Ich wollte dich noch daran erinnern. Ich weiß nicht, wie Sie das nennen, aber für mich sieht es aus wie ein Gewehrkoffer. Den Müll kann ich ja morgen wegbringen. Aber ich kann morgen erst um 1 Uhr kommen. Leer. Ich muss vorher noch zur Post. Dann über 30.06. Ach, fast hätte ich's vergessen. Du bist heute um 10 Uhr mit dem Pfarrer verabredet. Ihr wolltet irgendetwas wegen Mamas Grab besprechen. Ich komme dann mittags vorbei und koche uns was, okay? Herr Schuster? Ja! Verena? Der alte Hofer verkauft den. So schlecht kann meine Art, Geschäfte zu machen, gar nicht sein.
Er will mich treffen. Pass auf, es ist Folgendes. Wir haben erfahren, dass der Karl Schuster dich um dein ganzes Geld gebracht hat. Stimmt es? Da kann man jetzt ja nichts mehr machen. Wir vermuten inzwischen, dass der Max Lang, also, dass das eine Verwechslung war. In Wirklichkeit wollte jemand den Karl Schuster erschießen. Onkel Paul, wir haben in deiner Küche einen Koffer gefunden. Für ein Präzisionsgewehr. Schuster habe ich alles unterschreiben können. Da stand immer drin, was er gesagt hat. Und da dachte ich mir, dass es beim Jungen genauso ist. Der Hund, der Meineidige. Und deswegen wollten sie den jungen Schuster erschießen? Er hat es auf meinen Hof abgesehen. Er will auf das Areal ein Hotel hinstellen. An der Umgehungsstraße. Und warum haben sie dann den Falschen erwischt? Nein. In meinem Alter lassen die Augen nach. Und ich wusste von Max, dass in den Erlhang immer der Karl als Erster reinfährt. Na, diesmal war es anscheinend anders. Von wo aus hast du ihn überhaupt geschossen? Ja, so. Na, von da hinten aus. Wie sind Sie da hingekommen? Mit den Ski. Ja, da soll ich umschauen. Wäre nur Skifahrer. Wann bist du denn zur Hütte hingefahren? Tja, morgens. Mit der ersten Bahn auf und gleich zur Hütte oben. Herr Hofer, bis wir zur Hütte gekommen sind, hat's nicht mehr geschneit. Da war keine Spur zur Hütte hin, sondern nur zwei Spuren von der Hütte weg. Und zwar von Verena Schuster und Max Lang. Ich bin gleich wieder weg, ich suche bloß jemand. Also, was nützt's jetzt? Das heißt, Lüngerl oder Schweinskopf sitzen? Lüngerl. Lüngerl. Wie die sitzen. Und das Hützen. Ich habe eine Nachricht von Paul Hofer für Sie. Er erwartet Sie auf seiner Hütte. Wo? Am Erlhang. Der spinnt doch. Glaubt ihr vielleicht, ich mache jetzt eine Schnitzeljagd mit ihm durch ganz Oberbayern? Frau Haselberg, geben Sie mir bitte meine Frau. Ja, mal bringen Sie den Herrn Hofer bitte kurz nach draußen. Und pass auf ihn auf. Also, ja. Bitte. So, Liebe. Jetzt haben wir ihr das Handwerk gelegt. Jetzt ist aus mit ihrer Schmiererei. Er deckt jemanden. Genau. Und das Gewehr? Wer könnte das Gewehr bei ihm verstecken? Wer hat da Zugang? Daniela Neumeier. Jetzt zählen Sie mal zwei und zwei zusammen. Wir haben immer überlegt,
wie der Täter da weg ist, ohne dass er Spuren hinterlässt. Die Daniela war einmal bayerische Vizemeisterin, aber nicht im Skifahren. Gleitschirm. Nehmen wir mal an, die ist auf den Felsen gelandet, die wir vom Hubschrauber aus gesehen haben. Dort wartet, bis der Schuster vorbeikommt und er schießt ihn. Leider erwischt den falschen Weg, dem Skianzug. Na, wenn die Luft wieder rein ist, fliegt mit dem Schirm ins Tal. Deswegen haben wir da keine Spuren gefunden. Das kann doch nicht sein. Bringt doch keinen um. Außerdem war er doch auch in Sonnleiten eingeschneit, als auf den Schuster geschossen wurde. Da war noch eine Spur ins Tal, wie wir losgefahren sind. Erinnern Sie sich? Das war alles hypothetisch. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Wir sind da mitten in Bayern und Sie können nicht Skifahren. Wenn das der Franz Josef noch erlebt hätte. Ich hab's euch doch gesagt, ich hab mir erschossen. Ich halt doch nicht den Kopf für die Daniela hin, wieso denn? Das täte so mancher. Für sein einziges Kind. Seit wann weiß es die Daniela? Seit sie 16 ist. Aber keiner von uns drei hat's Herz gehabt, es dem alten Neumeier zu sagen. Er hat's bis zu seinem Tod nicht erfahren. Onkel Paul, es hat doch keinen Sinn, wenn du die Daniela deckst. Willst, dass noch ein Mensch stirbt? Sieh, die Frau Schuster wäre am Telefon. Jetzt nicht, nicht Frau Stockel. Moment, wer ist am Telefon? Ach, jetzt doch. Die Frau Schuster. Stellen Sie es durch. Frau Schuster, hier ist Satori. Ja, ich mache mir Sorgen. Mein Mann sollte Paul Hofer treffen, im Rosenbräu. Und dann wurde er plötzlich auf irgendeine Hütte bestellt. Und seitdem erreiche ich ihn nicht mehr. Danke, Frau Schuster. Dann ist eh zu spät. Glaubst du das? Einmal, wenn du den Hubschrauber brauchst. Geht das nicht schneller? Wir schaffen das schon. Was haben Sie denn vor? Nicht! Geh wieder.
es tut mir leid mit Ihrer Mutter. Das habe ich nicht gewollt. Außerdem kannte ich Sie gar nicht. Das stimmt. Aber sie hat ja sowieso nicht mehr lang gelebt. Das haben Sie doch gesagt, oder? Anschnallen! Anschnallen! Fahren Sie los. Fahren Sie. Sonst erschieße ich Sie hier. Nein! Laden. Ich hätte es nicht noch mal gekonnt. Aber die Angst, die Angst sollte er spüren. Gratuliere die Herren. Den Mordfall haben sie ja zügig gelöst. Aber was macht der Sprayer? Ja, ich sage mal so, es wird keine Graffitis mehr geben. Und wer war's? Das prüfen wir noch. Es schaut aus, als wäre es mein Onkel gewesen, Paul Hofer. Ist das der alte Herr, den ich vorhin mit Moa gesehen habe? Ja, ich würde in der Sache gerne mit dem Staatsanwalt reden, wenn Sie nichts dagegen haben. Doch, da habe ich was dagegen. Das mache ich selber. In Ordnung. In Ordnung, ja. Danke. Ich würde sagen, für heute langt's. Jetzt aber, ich mach dich schon. Super! Super, Kobi! Bravo! Was machen wir? Ja. Was machen wir jetzt? Und Frau Stocke, geben Sie es kampflos auf, ne? Gegen Erna? Nie! Bravo! Also, bitte. Frau Stocke? Leo? Super. Jetzt weißt du, warum wir uns morgens getroffen haben, die Frau Stockel und ich. Ja. Passt auf, der Satori hat noch. Geh, der zerreißt doch keine nasse Zeitung nicht. Ist auch wieder wahr. Ja, das gibt's. Super, spitze, klasse. Also, Herr Satori, das hätte jetzt nicht sein müssen, oder? Nein. Der Satori und ich sind halt ein unschlagbares Team. Was? Seit wann denn das, bitte? Na, einmal ist mir gut drauf, dann ist auch wieder nicht recht. Das ist nur einfach ungewohnt. Süd, der Sautner, der beste Strafverteidiger von ganz Rosenheim, der ist mir auch noch eine Gefallen schuldig. Den, wenn wir fragen, der kann vielleicht der Daniela helfen. Danke.